Achso, das ist zwar gar nicht nutzen. Der wird sich nie ändern, das befürchte ich auch. Und die arme Jody, die wird jedes Mal so ausgenutzt und hintergangen. Nathan Dawkins. Sie haben gelogen. Damit ich für sie im Auto. Was ist denn passiert? Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Ich habe nur Befehle ausgeführt. Du bist denn jetzt? Ist Clayton bei dir? Nein. Nein. Nein, ich bin weggerannt. Du kannst vor ihnen nicht weglaufen. Sie werden dich jagen und finden. Du musst herkommen, Jody. Wir reden. Ich bin sicher, dass... Es ist vorbei, Nathan. Ich werde für keinen mehr töten. Du sagst ihnen, wenn sie nach mir suchen werden, bringe ich sie um. Sag's ihnen, Nathan. Das ist mein Ernst. Ich weiß gar nicht, was ich zu sagen soll, aber Jody. Prozent nur haben Ryan nicht geküsst. Warum küsst man diesen Vogel? Also, wie gesagt, ne, ich weiß nicht, was früher oder später noch so passiert, aber aktuell ist Ryan so ein Vogel. Boah. Jody, meine kleine Prinzessin. Oh, lass mich dich ansehen, Kleine. Oh mein Gott, was für eine wunderschöne junge Frau steht da jetzt vor mir. Genauso bezaubernd wie immer. Voller Sorgen und verloren. Wie bei unserer ersten Begegnung. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich vermisst habe. Und? Wie geht's? Aiden? Oh ja. Schön, dich zu sehen, Bruder. Kommst du mit? Oh ja. Ich war besorgt. Sie suchen nach dir. Ich musste weglaufen. Ich hatte keine Wahl. Gab es einen Durchbruch bei der Infrawelt? Oh, da stecken Millionen im Bau des neuen Kondensators. Der mächtigste, der je gebaut wurde. Natürlich war das erst möglich, als die Army mit ins Boot kam. Und du? Woran arbeitest du? Ich bin Chef einer Laborgruppe. Wir klassifizieren Typen von Existenzen, suchen verschiedene Spezies. Sowas in der Art. Es hat keine hohe Priorität, aber ich kann tun, was ich will. Tja. Ihr arbeitet mit der Army? Oh, Nathan hatte gar keine Wahl. Sie finanzieren's. Dafür fordern sie die intensive Erforschung möglicher militärischer Anwendungen. Unglaublich. Was ich dir erzählt habe. Hast du was rausgefunden? Am Tag deiner Geburt bekam eine Nora Gray ein Kind im DPA-Krankenhaus. Angeblich war es eine Totgeburt. Wo ist Nora jetzt? Sie wurde eingewiesen in eine psychiatrische Anstalt. Und zwar direkt nach der Geburt. Laut ihrem Profil müsste sie immer noch dort sein. Meine Mutter ist weggesperrt in einer Klapsmühle? Es tut mir leid, Jody.
Ich muss sie sehen. Jody, ich weiß genau, was du fühlst, aber sie ist in einer psychiatrischen Anstalt. Du bekommst vielleicht nicht die Antworten, die du gerne willst. Ich suche nicht nach Antworten. Ich will sie einfach sehen. Ich meine, verstehst du nicht? Sie ist meine Mutter. Wenn ich ihr gegenüberstehe, sehe ich vielleicht, wer ich wirklich bin. Jody. Das ist eine Hochsicherheits-DPA-Einrichtung. Und du wirst gesucht. Von jeder einzelnen Strafverfolgungsbehörde des Landes. Die werden dich da nicht einfach so reinlassen. Nichts wird mich davon abhalten, sie zu sehen. Cole. Du hast sehr viel riskiert, um mir zu helfen. Danke, Cole. Hey. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich dich da ganz allein gehen lasse. Ach, Cole. Wie gut, dass wir dich haben. Doch jetzt nicht im Wagen. Cole, warte! Ja gut, Cole stürmt voran. ich mache für heute noch dieses Kapitel jetzt, Karin, und am Freitag geht's dann weiter. Stream. Wo ist er denn jetzt hin? Zum Eingang, oder? Ja, okay. Können wir hier einfach so rein, obwohl wir gesucht werden, ja? Das ist richtig. Höflichkeiten, das kann ja nur schief gehen. Hi, ich möchte zu Nora Gray. Kann ich erst Ihre Erlaubnis sehen? Können Sie mir helfen? Hören Sie, sie ist meine Mutter. Und ich habe sie nicht gesehen seit... Tut mir leid. Alle Besucher brauchen den korrekten Erlaubnisschein. Aiden, was kannst du für uns tun? Können wir uns einen ausdrucken? Ach so. Ich find's raus. So einfach geht das. Treffer. Nora Gray, 7. Stock, Zimmer 43. Ich dachte, der druckt uns jetzt irgendwie Schein oder so. So weit, so gut. Weißt du das jetzt, dass wir mit ihm gesprochen haben? Öffne irgendwie diese Tür. Irgendwie. Okay, wir müssen ihn erst ablenken. Du musst zuerst die Wache ablenken. Ja. Hinten muss ich ihn ablenken.
sehr gut ein. Jetzt mach die Tür auf. Komm schon. So. Da ist niemand. Dann. Es muss irgendwas geben. Es muss irgendwas geben, ja. Jetzt. War noch nicht hin. Können wir ihn locken? Nein, können wir nicht. Dann haben wir hier vorne. Wir müssen ihn wecken und dann kriegen wir ihn auch. Jetzt. Mach's gut, Karin. Ich wünsche dir eine gute Nacht und wenn du Freitag Zeit hast, dann sehen wir uns Freitag, wenn nicht, dann nicht. Dahin. Karin, wollte ich sagen. Ich würde gerne die Karte mitnehmen. So. Gute Nacht, Karin. Zum nächsten Mal. Rein. Scheiße. Geisteskranke machen mir Angst. Finden wir Zimmer 43 und dann weg hier. Ah, er ist schon weitergegangen. Gut. Ist jetzt da unsere Mutter drin? Du weißt, du musst das hier nicht machen. Sie bemerkt dich vielleicht nicht mal. Geh vielleicht lieber nicht rein. Doch. Ich bin's. Jody. Ich glaube nicht, dass sie ihr den Namen gegeben hat, oder? Wenn ich mit Aiden Erinnerung schaffen. Ich bin deine Tochter.
Können wir. Und der Vater, beide sind begabt. Ist Ihnen denn eigentlich bewusst, wie bedeutend das Baby ist? Das wird nicht möglich sein, Nora. Lassen Sie uns doch alles regeln. Es ist das Beste, Sie wissen das. Aber ist mein Baby! Bring sie mir! Ich hab's mir überlegt! Ich will mein Baby! Bitte! Ich will sie sehen! Sie besitzt womöglich auch spezielle Fähigkeiten. Sagen Sie nur, sobald irgendetwas Ungewöhnliches passiert. Erhöht die Dosis. Macht es so, dass sie nie wieder ihr Bewusstsein erlangt. Tut mir leid. Boah. Tut mir leid. Es war meine Schuld. Wie krass ist das denn? Was willst du mir zeigen? Zerstör das Ding, Aiden! Zerstör es jetzt! Vermisst. Was ist passiert? Was haben sie mir angetan? Die Drogen, die ich bekam, hielten mich in dieser Hölle fest. Ich kann nichts dagegen tun. Ich warte nur auf das Ende. Ich werde dich hier rausholen. Ich werde dir helfen. Das geht nicht, Jody. Es ist zu spät. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Nichts wird das je ändern. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, die Kette zu klauen, aber ich kann nachvollziehen, dass sie gern irgendwas von ihrer Mutter hätte. Bin ich neben das Bett? Ich glaube, wir müssen gehen. Ich werde immer bei dir sein. Uff.
Weil letzten Endes hat sie ihrer Mutter, glaube ich, geholfen. Oh. Wir gehen jetzt besser. Ist das Ryans Büro? Wird ja zu ihm passen. Nee, wir sind Nathan? Wir sind beim CIA, aber hier ist die Schneekugel. Und das Buch, was Nathan gehört. Dann steckt hier drin. Sind da, wo wir letztens den Kondensator schalten mussten? Soll es das sein? Der Kondensator mit der größten Kapazität, die es gibt. Beeindruckend, nicht? Nathan! Jody, schön, dich zu sehen. Aber wir sind doch nicht beim CIA. Ich hatte so Angst, dass dir was zustößt. Ich dachte, weil da auf dem Boden abgenommen. So ein rundes Emblem war. Gehen wir rüber zu mir. Komm her, setz dich doch. Und wie geht's dir? Ging schon besser. Der Schlag auf den Kopf war schmerzhaft. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollten dir nicht wehtun. Aber Sie wollten sich auch nicht mit Eiden anlegen. Wie konnten die mich finden? Sie haben dich schon seit deiner Flucht beobachtet. Sie wollten dich töten. Aber ich habe sie überzeugen können, noch eine Weile zu warten und dich zu überwachen. Was war mit meiner Mutter, Nathan? Nora. Nora war labil. Sie hatte Angst, sie war eine Gefahr für sich selber und das Baby. Meine Mutter hätte mir nichts getan. Das Risiko war ihnen zu groß. Und ich war nur ein Forscher bei der DPA, Jody. Ich habe erst viel später erfahren, was da passiert ist. Warum hast du mir nichts erzählt über meine Mutter? Warum hast du alles verheimlicht all die Jahre? Ich habe ja versucht, es dir zu sagen. Aber wie sagt man einem Kind, dass sein Leben nicht real ist? Also, habe ich für dich gesorgt, dich lieb gehabt, habe dich beschützt mit allem, was ich hatte. Und jetzt was? Du übergibst mich einfach an die CIA, ist das der Plan, Nathan?
Sie haben dich hierher gebracht, weil sie etwas für dich zu tun haben und sie wären dir sehr dankbar, wenn du es tun würdest. Du willst von mir, dass ich denen helfe, die mich töten wollten? Das ist es, was du von mir verlangst, Nathan? Hör zu, Jody. Warum sollte ich dir zuhören? Du arbeitest für die und du hast mich angelogen über meine Mutter, über meine Eltern. Und wofür? Das Geld oder die Macht oder den Ruhm? Hör auf damit, du weißt, dass das nicht stimmt. Nein, ich weiß bald gar nichts mehr. Wir wissen, dass ein anderes Land die Infrawelt entdeckt hat. Sie glauben, man könnte sie kontrollieren und manipulieren. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Wenn diese Existenzen in die Welt kämen, weißt du, was das bedeutet, Jody? Was hat das alles mit mir zu tun? Du kennst die Infrawelt besser als irgendwer. Das ist ein CIA-Job. Und damit bin ich durch. Sie bieten dir einen Deal an. Wenn du das für sie machst, dann bist du raus und frei. Kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn sie ein Portal öffnen? Das wäre die Apokalypse. Du hast doch die Macht, das zu verhindern. Oh, immer dieses Ultimatum. Unsere Mutter lebt nicht mehr, aber wir sind der Wahrheit definitiv ein Stück näher und wir müssen uns jetzt wahrscheinlich entscheiden, gehen wir diesen Deal ein oder nicht. Es ist halt immer dieser ultimative Deal. Noch einmal und dann bist du frei, aber niemand kann dir sagen, ob das stimmt. Offensichtlich weiß Kazistan inzwischen von der Existenz der Infrawelt. Es gibt eine Kluft und sie führen Experimente in einer Geheimbasis durch. Ihr Standort ist die Provinz Felhanyang. Wir wissen nicht, wie weit sie mit ihren Experimenten sind, aber wir registrieren erhebliche Fluktuationen innerhalb der Infrawelt. Das bedeutet, sie sind fähig, mit der anderen Seite zu interagieren. Zu ihrer Mission. Zerstören Sie den Kondensator und jede hochentwickelte Technologie. Selbst wenn wir den Kondensator zerstören, ist die Kluft immer noch da. Der Bau eines Kondensators ist teuer und zeitaufwendig. Mit dieser Operation gewinnen wir Zeit zur besseren Erforschung der Infrawelt und bewirken so, dass niemand sie gegen uns einsetzen kann. Ich vermute, die Anlage wird streng bewacht. Ja, sie erwartet erheblicher militärischer Widerstand. Ihr Team wird... Team? Hol sie rein, Maler. Hey, Baby. Na, kennst du uns noch? Claytons Team geht mit ihnen, als kleine agile Kommandoeinheit, die man nicht so leicht entdecken wird. Die Mission wird in 2 Tagen beginnen. Viel Glück. Pass gut auf, Judy. Niemand weiß, was dich erwartet auf der anderen Seite. Keine Sorge. So schnell kriegen die mich in der Infrawelt nicht. Gut. Ich will dich nicht verlieren. Wow, noch ein Kondensator, noch eine Mission. Schön, dich zu sehen. Nochmal Ryan. Fick dich, Ryan. Bist du immer noch sauer? Glaubst du echt, du kannst hier einfach ankommen und dich benehmen, als wäre nichts passiert? Jody, ich... Sag nichts, dann lügst du auch nicht. Richtig so, Jody. Gut. Er ist unten durch bei uns. Danke, Karin. Lieben Gruß zurück, falls du dann nochmal zu ihm gehst.